Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Walking Dead. So, wir suchen hier mal einen Ausweg. Und zwar haben wir den. Gibt's ja eh nur da. Oder? Müssen einen Weg rausfinden. Ja. Nothing other than personal items in here. Looks like we can stay off the streets all the way to River Street if we're careful. Let's go. Na, go ahead. Man muss immer vorgehen. Der ba Balkon bricht gleich, oder? Na komm. Na, los. Oh Gott. Oh Gott, ich sehe schon kommen. Tschüss, Dad. Oh. Ach du Scheiße. Me and my fucking mouth. Da waren's nur noch vier. Oh, fuck. What are we gonna do? Gute Frage. Kenny? Kenny guckt nach. Kenny and I can handle this. Dude, let me help you. You're already hurt. Even more reason we all don't need to risk it. You worry about her. Wir schaffen das. If this goes bad, you might be Clementine's last hope. We'll keep an eye out. Das ist gut. Das soll nicht immer so reden. Wir schaffen auch Clementine befreien wir. Müssen wir schaffen. Oh, tat weh. Okay. Ja. Sieht nicht danach aus. I'm okay. Just get me out of here. Shh, quiet, Ben. Or they'll be on top of us. Yeah, try to keep your mouth shut. I'm sorry. Just get me up. My legs hurt, I think. We're gonna get your ass up. Really? I thought you. Keine Chance, Leon. Fucking hell. Keine Chance. What is it? I'm okay. Konix, Konix, Konix. We can get you up. We can. Ow! Oh, God. Psst, man. Leise, leise, leise. Just yank him off that thing. What? Fast. Like a band-aid. Do you think? Scheiße. Guck dir so, ihr Kackviecher. Fuck. Was machen wir? Der ist auch verloren. Können wir nicht mehr retten. Wolltest du nicht sagen. Oh God, don't. Keine Chance mehr. Er wird sterben. Wir hauen ab. Tschüss, Ben. War nett mit dir. Do you have any bullets left? This has only got one left in it. I'm out. Shit. Verpass ihn nicht und wir hauen ab. Komm. Get the fuck out of here. What? Go back. Hey, Benny wollte schon sagen. Kenny. It's not a discussion. Hey. Nein, 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 nein. I'm not leaving. What did I just say? Let's get Ben and get out of here. Lass weg. Oh, Kenny, Mann. It's not. It's just something I gotta do. You know that. Kenny. Go get that girl. Back, you sons of bitches! Damn it, Kenny! God damn it! Oh, fuck! Kenny, please! Hat er jetzt erschossen? Das ist doch kacke, ey. Ich kenne ihn, ey, so lange, ne? Von Anfang an mit denen durch. Scheiße. Kenny.
Kenny. Fuck. What happened? Was da unten ist passiert. Mann. God damn! God! I heard a shot. Kenny made sure that Ben didn't feel any more pain than he had to. Yeah. What? Yeah. It's Ben's biggest fear, you know. Kenny had one bullet and that's how he used it. Fucking kid. Und wieder ist ein Kind gestorben. You saw them die? Nobody was getting out of there. I'm sorry, Lee. He wasn't a bad guy. A lot of folks might not have always agreed. Maybe even me. Fuck it. We should go. No. Beides keiner mehr da, ey. Right behind you. Ich bin alleine dann, oder so. Weil ich werde mir wahrscheinlich eh verwandeln, ne? Ich laufe jetzt Zombie rum. Do you want to talk? Nothing to say. We need to stay focused on what we're doing. I know we can't just take a minute, but you're not a machine. Look, Lee, this is a shitty time, but I want to clear something up. What's that? What is it? Now with Kenny gone, means Omid and I have to stay safe. For her. Yeah. Yeah, you do. Let me take all the risks. That's not what I mean, necessarily. That's what I mean. It's what we gotta do. Fuck. Be careful across here. Bei mir geht das wieder kaputt, ey. Alter, pass bloß auf, Mann. Ich will nicht runterrauschen. River Street's just up ahead. Oh, mal nichts passiert, ne? Wahnsinn. Whoa, careful. Even the buildings are full. They never know where the next meal is. That's a thing to say. I didn't mean... It's fine. Let's go. Alles blöd. Alles blöd. Sind wir nur noch mit Clementine, wenn wir die retten? Zu viert. Da werden eben die verwandelt, sind sie nur zu dritt. Oh Gott. Alle werden sterben. Marshall's Hotel is around the corner. Oh, that's the hotel. Marshall's. We have to cross here. Well, at least it doesn't look like a death trap. Who's going first? Ich. You're the lightest. He's got a busted leg, and you're walking for two. I'm obviously not doing so hot. Decision doesn't make it. Ist sie schwanger? Anything happens out there. You sure? Yeah. Yeah.
Hast du schwanger, wenn du sagst, es geht für zwei? Ja, ne? Stimmt. Apokalypse bumsen, was ist das denn hier? Und er? Kriegt nichts ab, wa? Stirbt noch. Sauerei! Just go nice and slow. Ja, ja, rede nicht so viel. Das geht nicht gut. Almost there. It's an easy crossing. Good. Fuck, Alter. Oh fuck. Shit. Are you okay? Ja, ja, ja. Fine. I'm kind of fucked here. Nur ein bisschen, ne? Fuck it. I'm going for it. Going for it? What does that mean? It means I'm already bitten. I just have to push my way through. What the fuck? But maybe you got to it fast enough. Maybe you'll be fine. I can't risk losing more time on a long shot. Let's meet outside of town. By the train. Are you nuts? It's the only way. Do you hear me? Ja, los. By the train. Jesus. We'll be there. Ja, wer nicht, Alter. Ich hol euch als Zombie auf. Mist Viecher, Alter. Clementine braucht jemand. Oh Gott. Ich will da nicht durch. Ich will nicht. Los, hol das Messer raus. Der Hockebeil. Guck nicht so. Jawohl. Ab geht die Post. Ja. Das scheint das Auto zu sein, was wir geplündert haben, oder? Was meint ihr? Hundertprozentig. Deswegen ist er sauer. Weil Clementine empfiehlt der Pisser, der. Alter, jetzt schnappen wir uns den Wichser. Hallo. Wo ist der? Was ist das denn? Du Assi, Alter. I got us adjoining rooms. Hello. Hallo. Okay. This is Sybil. You look horrible. Oh, danke. And you're du missing auch. An arm. Hallo, klar. Go over there. Gut, Penner, Mann. Put your things down. Out there. Shh.
Scheiße, Alter. Nimm die Knarre, ich hasse das, ne? Nimm die Knarre aus dem Gesicht, Mann. Quiet, please, sweetie. Ich bring dich um, du Wichser. Your things. There. Just be cool. Do I not seem cool? Lieber mal alles weg. Good. Bring dich mit meinen Händen, mit meiner Hand nehme ich noch um, du Wichser, Alter. Schlag deinen Schädel ein. Ja, erzähl mal. Was willst du? Nein. No. I don't know anything about you. You wouldn't. People like you don't. Now you're thinking, who would have it out for me, huh? A few weeks back, there might have been a station wagon in the forest. Wusste ich doch, ey. All sorts of food, water, things you need to survive. Yeah, I'm not some cannibal, Lee. Some killer out in the woods. Some villain. I'm just a dad. I coach Little League. Schön für dich. Everything was just out there for the taking. We were starving. For the taking? Do you know what you took from me? I'm sorry. Whatever it is, whatever happened, you have to hear that I'm sorry. That doesn't mean anything to me. I wish it did. I'm not a bad man. I don't believe in vengeance. But I've got nothing left. Uns allen wurde alles genommen, du Penner, Mann. Denk immer nur an sich. Das machen alle durch. Have you ever hurt somebody? Ja. You care about? Klar. Not on purpose. If it were on purpose, you'd be a sociopath. I hurt her so bad. My son Adam went missing. I took him out hunting, even though my wife said he was too young. I figured he had to learn. I came back without him, and the look on her face said, "Diese ruhige Art von ihm, ne? Das regt mich auf." We all went out looking for him. We never found him. I hurt her so bad. Then you took all of our things. Us. I could have earned her trust back, Lee, but not after that. I'm sorry. The hungrier we got, the more she blamed me. Until she finally took our daughter Elizabeth and left. They didn't get far. I found them a day later in the road. Do I look like a monster? Im Grunde etwas, aber... We all do. Some more than others. I'm not like you. Nein, bist ein größerer Drecksack. A man with a pitchfork right in front of a little girl. Ja. I did what I had to. You abandoned a defenseless, grieving woman. She deserved it. The sweatshirt she's wearing was my boy's. You stole that from us. What? We were starving. It was cold. So my family starved in the cold. Fix on it. How could you know all this? Ja, woher weißt du das? Clementine. Oh, ja. You're a monster. You're a murderer and a thief. And I'm gonna hurt you so bad. Just give me Clementine back. I'd rather kill her myself.
Because that's what will happen if she goes with you. Fixer, Alter. After I will umbringen jetzt, wenn ich Penner. Realized who you folks were. I came after you purely for revenge. But the more I heard about the things you did and the danger she was in, our plan changed. Lee, listen to me. I need you to hear this before what happens next. I can take care of her. We can have a family. Ja, ja, du Wichser, du willst sie nur anfassen, Penner, mein Gott, ich kalt. You don't even know how old she is. She's 8. Wrong. She's 9. But her birthday was 6 days ago. I know how to be a dad, you know. She wouldn't be exposed to what she has been with you. Sie wird zu schwach. Keeping her with you is crazy. Let us go. No. Los. No, I don't think so. You're going away, and we're starting a new family. Nein. Hey, honey. I think this is all gonna work out. What are you... I'm glad to. Alter, jetzt... Irgendjemand da drinnen. I wish you wouldn't have had to get this bad, but it's all over, hon. Isn't it? Just about. I hate seeing you. Nee, das Hackbeil. Komm, oh man. Aber bei falschen Entscheidungen. Hau ihm voll einen über den Schädel, den Wichser. I miss you so much, Tess. You're gonna like Clementine a lot, though. She's not Lizzie, but she's sweet. She wouldn't hurt a fly. Bam! Assi, Alter, ich mach dich kalt jetzt. Schluss hier mit lustig, Mann. Irrer Wichser, Alter. Box ihn um. Zeig ihn. Oh, Alter, wie schwer ist denn das? Geht zusammen. Zeig ihn. Assi, Alter. Dann los! Jawoll, du Wichser, aber ich hätte ihn gerne erschossen. Danke, Clem. Clem, ich hab dich lieb. Jetzt gib mir die verdammte Waffe. Ich will ihn erschießen, Mann! Scheiße. Ich wollte den Penner umbringen. Alles gut, Kleine. Alles okay. It's okay. Scheiße. Your arm's gone. Why? That's so scary. Had an accident. We'll talk about it somewhere safe. You don't smell good. Yeah, I know. Did he hurt you? No. No. Not really. I'm sorry, Lee. Ja, alles gut. It's okay. Kleine, alles gut. We need to get you somewhere safe. And then we have to talk, okay? Yeah. Wir sind wieder zusammen auf Tours. Things okay. Zählt. We need to figure out how to get out of Savannah as fast as we can. Ach, Mann. It's my fault. Everything is dangerous. Like you said. Yeah. It's okay. You learn. Alles gut. Oh, da will ich jetzt reingucken, ey. Oh Gott. Kopf von seiner Frau, ne? Nee. No, I know. Ach, Clementine. Komm ja unab hier. Hey. Mann. Alter.
Der riecht schon mein Tod, oder? Schon wieder alle, oder was? It didn't bite you. Ja, wenn du wüsstest. Covered in all that gross stuff. I had to get through a bunch of them to get here. That's how we'll get out of Savannah. Okay. Jetzt geht's los. Die alles mitmachen muss, die Arme. Bereit. Tut mir leid. Tut mir leid. Wollte ich nicht. Das möchte ich nicht. Aber tut mir leid, muss sein. Einfach nur mit dir reden. Hey. Alles gut. A little more. I want to be sure. Just a little more. So gross. Ja. So, weiter geht's. Alles gut. Wir sagen dir einen neuen Pullover. So. And you're missing something. I thought it was gone. Oh, dein Mützchen. I thought you were gone. Thank you. Guck mich nicht so an. Ich bin so traurig. Stay right next to me. Walk very slowly. Don't look around. And don't panic. Mm-hmm. I'll keep you safe. Auf jeden Fall, Mann. Die Walkie-Talkies mit. Schaffst du. Wenn nicht wir, dann wenigstens du. Lass weg hier. Ja, du stinkst aus dem Mund, Mann. Hau ab. Du auch. Du erst. Oh Gott. Wo müssen wir denn hin hier? Kann ich gar nicht zur Seite gehen? Du Drecksack. War das nicht normal? Was guckst? Oh nein. Oh Clem, tut mir leid. Na toll. Immer unmöglichen Zeitpunkt, ne? Oh, das waren ihre Eltern. Lee, wake up. Please don't be dead. Nein, nein, ich bin ja. Nee, kleine, komm. Lee, I was so scared. I thought you left me. Lass sie nicht zurück. I saw my parents. Scheiße. Morgen, alles wird gut. Alles wird gut. Jetzt weißt du aber wenigstens, was mit denen ist. We have to get out of here as fast as we can. Well, we can't. There's thousands of them outside. We have to. I'll protect you. We'll push through. No, that's crazy. I saved you. We're safe here. I locked us in. Get that door open. I can't. Do it. Schrei Clem nicht so an, du Penner.
Mom. Das bin ich. So spiele ich nicht. Ich schrei sie nicht an. Na komm. Pull on three. One, two, three. Der fällt doch gleich wieder um, der Junge. Für seine Sicherheit, hat sie doch gesagt. Kommt keiner rein und das kann ich mir raus. Scheiße. Das wird nichts mehr. Fuck, ey. Mom is gone because I cut it off. Why would you do that? Because I was bitten clear. Please, no. No. That's not true. Yes, it is. Ich kann nicht länger auf dich aufpassen. I'm sorry, Clementine. I'm supposed to take care of you. I can't. Scheiße. I know. Tut mir leid. Oh, klar. Ich kann dich nicht mehr länger begleiten. I think there might be a way out over there. Good, good girl. Let's go. I might be a little slow. I'll help you. Dankeschön. Jetzt kann man sich klemmen. Nein, Opi. I got you. You can lean on me if you have to. I'm okay. I'm okay. I thought I was helping by bringing you in here. Hast du? Oh, you did, honey. It's awful out there. But they would have chewed me up. It was hard. I don't know how you did it. But you did good. Kleine. Get up, Lee. The door is right here. Schaff das nicht mehr. Fuck. I can't. You have to. I can't. This is it for me here. Please, please, try to get up. Schaff das nicht, Clan. Es ist zu spät. Hier trennen sich unsere Wege. I can't. You don't have much time. You gotta do something. Fast. Like what? Mensch, kleine, schaffst du. We'll figure it all out. Don't worry. We'll get you in there. Don't worry. You're doing good. Just start by getting that door open. It's locked. It's no big deal. Just a glass window. Ow! Not with your hand. Nicht mit der Hand. Oh yeah. There's a baseball bat under the counter, Clem. You can use that. Schlag mir die Schädel ein damit. Das ist hinter mir. The bat to shatter that window, so you can reach in, okay? Okay. Watch out for broken glass. Oh, drauf da. Good job. Don't be afraid of keine Angst. You're smart. He isn't. You're smarter than all of them. Grab the chair, then. Use it to reach in to the lock.
Muss ich jetzt alles extra sagen, oder was? This will be easy, then. He's got keys. Probably to that door. And everything you'll need. Ich weiß, was ich zu tun habe. Hätten dir noch neue Klamotten besorgen sollen, Clem. Put the handcuffs on me. Attach me to this. What? Why? Mach, komm. What happens? Safe then. I don't know. Just do it, sweetie. He's trapped over there. If you're careful, you can get what you need from him. The keys, and then the gun. Yeah, the keys and the gun. Just don't be afraid. If anything gets dangerous, you're faster than he is. What should I get first? Immer die Pistole. Ja. Oh Mann! Get him! Get him! Grab it! Watch out! Oh. Nimm! Nochmal! Clem, nochmal! Ich wollte dich töten. Immer wieder rauf! Oh Gott. Ich hab bis jetzt immer nur geschossen. Das erste Mal hat sie mir den Schädel eingeschlagen. Ah, voll auf Clem werden. Sie hört sich immer schlechter an. Ne? Oh Gott. Hey. You're strong, Clem. You can do anything. I'm little. See bad stuff, but it's okay. My parents. It's so horrible. I can't imagine, Sweet Pea. And now, you? Please. Please don't be one of them. Please don't become a walker. There's only one thing you can do. You know that. I don't know if I can. You have to shoot me, honey. Lee, no. Tut mir leid, dass ich von dir verlange. It's okay, Clem. I was standing over Doc holding that gun. It was so hard. I'm sorry you're in that position now. I'd give anything for you not to be. But you just have to point it at me. Close your eyes and be thankful you never have to see me. Schatzchen. I can do it. I can. Find Omid and Krista. They're outside of town. By the train. You remember how to get back there? Yes. Sure. They'll take good care of you. Oh man. Ah, Kleine, alles gut, Kleine.
Stay away from the cities. Definitely. They're just not worth the risk. And also... What? What is it? No, don't worry. All right. Tschüss, Klein. Wir sehen uns. Tut mir leid. Kleiner. Das war's mit Teil 1. Walking Dead. Oh, schon etwas mitgenommen. Lass Lees Arm entfernen. 71%. Beherrschung verloren. 74. Ja, 15% hat etwas gegriffen. 57% der Spieler. Klemm den Fremden töten lassen. Wie hätte ich den denn töten können? Wie hätte ich das denn machen sollen? Lies Verwandlung gestoppt. 63% haben... Nur 63% haben nicht verwandeln lassen. Und die Rest haben ihn einfach da hängen lassen. Was ist das denn für ein Scheiß? Komm mit Leid. Man tut mir schon leid, dass Klemm mich erschießen musste, ne? Na gut, oh Gott. Das war's. Mit The Walking Dead Season 1. Wir sehen uns wieder im zweiten Teil. Und seid gespannt. Das geht da auch schön zur Sache. Oh Gott, mein Gott. Bleibt noch dran. Da wird gleich noch, da kommt gleich noch einmal diesen Abspann, das Lied und so. Und danach gibt's noch so einen kleinen Clip. Mit Clem und bleib dran. Bis dann. Tschüss. Ach, verdammt. Und schon wieder bin ich nochmal da. So, ach, hier haben wir die ganzen Leute. Warte mal. Du hast einen Sohn in der Drogerie verteilt. Ja, du hast... Du hast dich mit ihm gestritten, als er Dinge verdrängt hat. Du musst... Er starb beim Versuch, Ben zu retten. Er ist tot. Da sieht man's. Sie schoss sich auf den... Nach dem Tod ihres Sohnes. Ach, Levi, der Wichser. Starb im Kühlhaus. Der Molkerei würde ich auch immer wieder tun. Ich hätte ihn gern schon früher erschossen oder sowas. Du hast ihn Mischstück genannt. Ist das auch. Straßenrand stehen lassen. Das gehört sich auch so. Umit, Umit. So, was haben wir noch? Ben. Ben. Für Ben eingestanden, ey. Der hat so viele Strikes gehabt, ne? Ich meine, hinterher ist er trotzdem draufgegangen. Ich weiß nicht, ob... Jetzt hätte ich ihn im Glockenturm wahrscheinlich schon fallen lassen können oder so. Penner den.
Du hast ihr deine Vergangenheit anvertraut. Du hast sie auch kosten. Ja, gell? Sie wurde von Lilly getötet. Von Lilly getötet. Aber die kann man, glaube ich, auch nicht retten, ne? Soweit ich das gesehen habe. Schade eigentlich. Das hätten die Macher mal anders machen sollen. Krista, du hast sie bis zu den schlimmsten Tag kennengelernt. Biss gezeigt. Sollen sie am Zug treffen? Du hast sie und Omid gebeten, auf Clementine aufzupassen. Ja. Oh ja, der andere Duck. Er war bei dir, als du deinen Bruder gefunden hast. Er starb, als du Walker, ja. Und der. Und der Duck. Einmal Duck und einmal Duck. Hirsches haben geholfen, sein Leben zu retten. In Maken hast du gesagt, sei nicht gebissen worden. Er war bei der Lösung eines Rätsels. Ah, stimmt. Gut, dann verabschiede ich mich hiermit. Bis zum nächsten Mal. Schaut doch immer wieder rein. Ich habe immer wieder Neues. Tschüss. Blue, and the waves are lapping where the chill.